Moin moin und hallo ihr Lieben und willkommen zur Beta von Legacy of the Void. Ich habe den Code frisch bekommen, obwohl, nee, das war nicht mal ein Code, es war einfach nur eine Freischaltung zu der Beta zum neuen StarCraft Add-on und ich freue mich schon jetzt auf den Release. Ja, kurz zu meiner Person, falls ihr mich noch nicht kennt, falls ihr noch nicht auf meinem Channel wart, ich bin der Dave. Bin 20 Jahre jung und zocke seit ich glaube, 3 oder 4 Jahre alt bin. Genau lässt sich das nicht ausmachen. Aber auf jeden Fall zocke ich schon sehr, sehr lange. Und StarCraft habe ich 2010 oder 11, also Ende 2010 oder Anfang 2011, glaube ich, entdeckt. Dadurch einen guten Kumpel von mir, der mir das empfohlen hat. Bis dahin dachte ich, StarCraft wäre sowas wie World of Warcraft. Aber gut, habe ich mich belehren lassen. Und seitdem liebe ich dieses Spiel. Ich bin in dem letzten Spielen in Wings of Liberty und Heart of the Swarm dann so, ich habe so viel gespielt, dass ich irgendwann in die Platin-Liga gekommen bin, was ja in StarCraft jetzt nicht unbedingt das Höchste ist, aber ja, es ist immerhin einigermaßen okay, denke ich mal. Und dann wurden die Rankings zurückgesetzt jetzt vor kurzem in Heart of the Swarm, jetzt habe ich halt schon lange nicht mehr gespielt, bin da aus der Übung. Und habe mich entsprechend auch nur in die Silberliga qualifiziert. Habe aber auch noch nicht so viel Muße gehabt, jetzt mich in die nächsten Ligen nochmal einzuspielen. Ich spiele dann hauptsächlich Protoss. Ihr werdet auch in dem ersten Gameplay, was ich jetzt aufgenommen habe, bereits zu dem Zeitpunkt eine neue Unit sehen. Nämlich den Disruptor. Und zwar voll in Action. Das kann ich euch versprechen. Und das ist auch lustig, denn man wusste jetzt nicht im Vorhinein, ich zumindest, ob man jetzt gegen einen Grandmaster gestuft wird oder ob man gegen einen Normalsterblichen, um es mal so zu sagen, spielen wird. Naja, ich habe jetzt genug geredet. Ich leite euch ins Spiel ein, das ich nachkommentieren werde. Bedanke mich jetzt schon für alle Kritik, die ihr dann in die Kommentare postet und für jegliche Verbesserungsvorschläge stehe ich auch offen. Viel Spaß beim Match. Und wir spielen gegen einen Terraner in unserem ersten Match und stimmt mich ein bisschen froh, dass er auch Level 1 ist. Heißt, dass er Legacy of the Void wahrscheinlich noch nicht Jahre gespielt hat. Eigentlich habe ich das Spiel auch auf Englisch gestellt. Ich sehe gerade Inferno-Teiche oben, die Map. Aber es hat sich wahrscheinlich umgestellt. Meine Einstellung aus Heart of the Swarm bezüglich anderen Sachen wurde auch nicht übernommen, zum Beispiel, dass man die gegnerischen Units anklicken kann. Eine Neuerung, die man sieht, es geht wesentlich schneller los. Ihr habt statt 6 Workern nur mittlerweile ganze 12 und entsprechend haben sich die Builds auch verändert. Hier erstmal das GLHF, wie immer natürlich in StarCraft, da haben sich die Benehmregeln etabliert und hier merke ich schon, dass da was nicht stimmt, nämlich das Scrolltempo der Maus. Das habe ich gern ein bisschen höher. Jetzt passt's. Und falls ich es im Intro noch nicht erwähnt habe, ich kommentiere das Spiel nach. Denn StarCraft zu spielen und gleichzeitig zu kommentieren, ach nee, danke, das wird, glaube ich, zu anstrengend. So, und weil ihr früher Units habt, ist es klar, dass die Base auch entsprechend schneller abgemined wird. Ja, ihr müsst nicht erst sehr viele Probes produzieren, um dann entsprechend mehr Mineralien zu bekommen, sondern ihr baut direkt schon recht nah am Maximum ab. Entsprechend früh müsst ihr auch Pylons setzen und die ganzen Builds, das geht alles jetzt durcheinander. Ja, da muss man sich komplett neu gewöhnen dran. Und ich scoute hier derweil auch, wo der Kollege ist. Ich werde auch später merken, dass ich gegnerische Einheiten nicht anklicken kann, was auch recht ungewöhnlich ist. So, hier habe ich 2 Worker zu viel in der Produktion, den Cybernetics Core gesetzt, also eigentlich noch recht Standard, was ich hier mit Protoss mache, 2 Gas genommen, recht früh. Da werde ich auch wahrscheinlich jetzt bald meine erste Echse setzen. Ja, das ist nämlich eine der Konsequenzen dadurch, dass ihr sehr schnell eure Mineralien abbaut. Na, was wollte ich in deinem Menü ändern? Was auch immer. Dadurch, dass ihr Mineralien sehr viel schneller abbaut bei eurer Hauptbase, müsst ihr schneller expandieren. Denn sonst geht euch das Geld recht früh aus. Und hier sehen wir ein Tech Lab bei ihm. Da baut er zu und ich dachte, nein, ich komme mit der Probe nicht raus, aber ich bin mit der Probe rausgekommen.
So, hier den Warpgate-Tag schnell in Auftrag geben. Ja, mehr Expansionen nehmen. Das ist auch so ein Punkt. Ich weiß noch nicht, wie ich das genau einschätzen muss. Ich bin der Meinung, dass das ein bisschen Zerg favored, weil Zerg ja ohnehin darauf ausgelegt war, so viele Basen wie möglich zu nehmen. So, jetzt merke ich das, glaube ich, dass ich gegnerische Units nicht anklicken kann. Na, es ist auch umständlich, weil man eigentlich nie in StarCraft in den Menüs unterwegs ist. So, Spielzeit anzeigen, das muss man natürlich auch machen über der Minimap. Irgendwann sieht man die ganzen Timings. Und jetzt kann ich auch gegnerische Units auswählen. So, am Anfang ist noch alles recht Standard. Also da sind eigentlich nur die ganzen Umgewöhnungen von wegen, okay, wann musst du deine Echse setzen? Wann musst du wie viele Gates haben? Nur das ist erstmal ungewohnt. Aber ansonsten funktioniert das alles ganz gut. So, alles auf dem Hotkey setzen und ein Mothership Core direkt hinterher. Ich habe übrigens Glück, dass er gerade keinen Reaper losgeschickt hat. So, und da sehen wir schon den Adapten, den man bauen kann, sobald man Cybernetics Core fertig hat. Da habe ich auch ein StarCraft-Turnier, den Archon Cup, geschaut. Archon oder Archon? Archon Cup nenne ich ihn jetzt einfach mal. Habe ich geguckt und da waren die Adepten gar nicht mal so stark. Und insofern habe ich mir gedacht, okay, dann baust du die Teile halt nicht. Schicke meine Units auch mittlerweile rüber. Jetzt, wo wir einen Warpgate-Tag haben, können wir auch, falls der uns mit einem Reaper angreift, direkt in die Base was warpen. Insofern können wir alle Einheiten abziehen. Schicke die rüber, um zu gucken, ob der eine Expansion hat oder nicht. So, ich bin immer noch recht nah am Supply Limit dran. Das muss ich sagen, da muss ich mir selbst mal auf die Schulter klopfen. Das ist mir selbst in Heart of the Swarm selten so gut gelungen, dass ich so nah immer am Supply Limit bin, aber eben nicht Supply Blocked bin. So, jetzt noch das Twilight Council setzen. Zu dem Zeitpunkt war ich mir aber auch noch nicht genau sicher, weswegen. Ja, also etwas später wird sich auch herausstellen, dass es eigentlich gar nicht mal so eine blöde Idee ist. Das Twilight Council baut man eigentlich sowieso recht bald, wenn man spätestens mit der Forge das erste Upgrade erforschen will und dann auf Level 2 geht. Für Level 2 braucht man das Twilight Council, ja. Und ich spiele ganz gerne mal Double Forge. Und hier sehen wir die erste Unit, da haben wir die gerade gesehen in der Robofactory, nämlich den Disruptor rechts vom Koloss. Und dann auch für die Adepten noch eine Erweiterung. Aber wie gesagt, das ist alles so ein bisschen Eingewöhnungssache. Ich werde in den kommenden Wochen auch noch weitere Gameplays hochladen dann zu Legacy of the Void. Werde mal alles ein bisschen ausprobieren, zumindest was bei Protoss so alles läuft. Und jetzt baue ich auch den Robodoc und ein Stargate. Robodoc, damit ich auch den Disruptor in Action sehen kann. Den wollte ich auch selbst unbedingt ausprobieren. Und das Stargate, weil ich mir gedacht habe, okay, der hat zwar einen Aussichtsturm, aber mit Air Units, da übrigens ein Reaper mal. So, zack. Drei Stalker. Da sieht man jetzt auch die Bombe vom Reaper. Ja, die hat nichts erwischt, leider, weil die Units da immer sehr schön hin und her fliegen. Ja, ich war bei Air Units. Air Units sind sehr gut, um Map Control generell zu haben. Indem ihr ein paar Phoenixes oder so hin und her schickt, könnt ihr es dann hinbekommen, dass ihr quasi jeden Bereich der Map seht. Jetzt nehme ich schon die dritte. Und darüber hinaus könnt ihr den Gegner auch sehr, sehr leicht nerven. Das ist ja das Prinzip der Mutas vor allem, der Mutalisken, dass ihr dann sehr schnell bei dem Gegner seid, ihn sehr nervt und, ach, Mutalisken sind einfach nur schlimm. Ja, hier sehen wir, der Typ baut Bio, insofern Twilight Council, das war eine gute Idee. So, die Probe schicken wir wieder zurück in die Base und bauen, ja, keine Phoenixes, sondern Oracles. Ja, Oracles gab es in Heart of the Swarm neu. Glaube ich, oder? Kann gut sein. Den Koloss-Tech habe ich auch schon in Auftrag gegeben. Die erweiterte Range.
So, und ja, die Oracles sind ziemlich geil. Da nimmt man einfach, also jeder, der Heart of the Swarm gespielt hat, dem brauche ich es nicht zu erklären. Ihr könnt eine ganze Mineral Line innerhalb von 3-4 Sekunden plätten, wenn der Gegner nicht aufpasst, mit ein oder zwei Oracles. So, hier noch auf die Hotkeys verteilen. Na, da war das Stargate zu viel. Und worauf ich gerade noch nicht geachtet habe, aber ich glaube, das ist mittlerweile so, dass die Zeit, die über der Minimap mitläuft, dass die mittlerweile auch zu der echten Zeit, also synchron ist, oder? Weil es war immer so, dass man das mit einem Faktor 2/3 multiplizieren musste. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob die echte Zeit oder die Zeit in StarCraft. Aber eins von beiden musste man mit einem Faktor 2/3 multiplizieren, um auf die andere zu kommen. Und das finde ich gut, dass die das jetzt endlich geändert haben. So, mit dem Observer gehe ich übrigens nicht weiter rein in die Base, da er ja den Turm hat. Ich weiß gar nicht, wie die auf Deutsch heißen. Auch auf Englisch weiß ich nicht, wie die heißen. Die werden viel zu selten gebaut. So, hier, Double Forge mit Upgrades. Da oben habe ich mir schon die Gold gesichert. Ja, also 4 Basen, sehr früh nach Minute 8. Das hat man in Heart of the Swarm, glaube ich, noch nie gesehen. Als Protoss. So, hier die Gas-Geysire belagern. Und hier mit den Oracles rein. Pam! Ja, 3 Probes, 4, 5. WBFs meine ich natürlich. 6, 7. Und die Mule haben wir auch noch down gekriegt. Sogar mit das Wichtigste. 8, 9. Ah, jetzt verliere ich eine. So, mit der anderen kommen wir noch raus. Den Laserstrahl zwischendurch auch immer deaktivieren. So. Hier noch einer. Der hat mittlerweile schon 6 Kills, der Kollege. Guter Job, den er gemacht hat. Und hier natürlich auch direkt die Goldbasis einnehmen. Ja, und da, wenn man den Gegner immer ein bisschen nervt hinten, dann kann man auch schön entspannt, langsam aber sicher, seine Army hochziehen. Ich meine, ich habe gerade, das ist jetzt das erste Match, deswegen schiebe ich es einfach mal darauf. Aber ich habe ziemlich viele Overmins, viel zu viel Gas, viel zu viele Mineralien. Aber ich kann es mir auch leisten, ja. Weil ich sowieso weiß, dass er nicht angreifen wird. Ich habe alle Xel'Naga-Türme. Ich habe gerade massig Tech am Start. Ich werde in recht naher Zukunft sehr, sehr stark sein. So, und jetzt hauen wir die nächsten Upgrades durch. Später fällt mir noch auf, dass ich da ein Upgrade vergessen habe. Obwohl ich die ganze Zeit geklickt habe. War wahrscheinlich noch nicht fertig. Das alte. Und hier die Goldbasis vollkommen saturiert. Na, eine Probe fehlt da, glaube ich, sogar. Tatsache. Aber ihr seht, das Spiel ist einfach unfassbar schnell geworden, ja. Man hat jetzt schon nach 10 Minuten so viel, wie man bei Heart of the Swarm nach wesentlich längerer Zeit erst hatte. So, hier noch ein Fleet Beacon und ein Templar Archive setzen. Ich habe ja gesehen, er geht auf Bio. Und da habe ich jetzt nochmal das 2er Upgrade Attack durchgepumpt. Ja, gegen Terra ist ja Armor immer etwas wichtiger. So, da habe ich 2 Pylons aufeinander gesetzt. Das funktioniert nicht gut, gibt immer eine Fehlermeldung. Und deswegen mache ich das immer wieder aufs Neue neu, wenn ich sehe, dass mir das gerade widerfährt. So, und wir haben 2000 Gas und das ist der Disruptor. Für alle, die den Disruptor noch nicht kennen, das ist eine Unit, da die könnt ihr aktivieren sozusagen. Dann dreht sie sich, leuchtet, glaube ich, ganz cool, Disco-Kugel-like. Ich glaube, sie kann währenddessen nicht sterben, während sie in die gegnerischen Massen fliegt. Denn das ist das Ziel, sie fliegt in die gegnerische Masse, explodiert, bleibt aber selbst noch erhalten und kommt auf einen Cooldown. Das heißt, sie kann später nochmal explodieren. Wenn sie nicht gerade zerschossen wird während des Cooldowns, also nachdem sie explodiert ist. Und wenn ihr damit dann gegen einen Terraner kämpft, der nicht gut spreaden kann, oder gegen einen Zerg, der nicht spreaden kann, ja, dann wird das schon ziemlich hässlich für ihn.
So, hier mit dem Observer gucken wir noch ein bisschen mehr. Also ein paar Medivacs, aber ansonsten Marauder Marine. Also der spielt jetzt nichts krass Neues, worauf wir uns groß einstellen müssten. Ich glaube, ich habe das Charge-Upgrade sogar noch mir geholt. Hier ein paar Items reinwarpen und direkt zu Arkans ummorphen. So, hier mit dem Oracle noch ein bisschen rumnerven. Habe ich auch immer wieder ganz gerne. So, denn die Base ist zwar mined out, aber trotzdem, Gas bekommt er dadurch ja dennoch. Und Worker können wir einfach nehmen. Free Worker, und er hat wesentlich weniger Gas-Income. Und da sehen wir auf der Minimap, dass seine Units gerade kommen. Also am Xel'Naga-Turm, die Units von mir sind tot. Hier noch ein Schwung Zealots reingepackt für den Nahkampf, damit die Kolosse schön von hinten schießen können. Und auch die Stalker. So, hier der erste Storm nur auf die Zealots gegangen. So, die Kolosse machen von hinten schönen Schaden. Da der Disruptor schaut ganz nach rechts. Pum! Habt ihr gesehen, wie viele Leute zerplatzt sind? Also, schaut euch nochmal im Replay an. Dann die ganzen Storms hinterher, die ganzen Feedbacks und das GG. Ja, das war der erste Sieg in StarCraft Legacy of the Void. Und ich muss sagen, das Spiel hat sich sehr cool angefühlt. Ich glaube, der hat erst zwei Matches auch selbst gemacht, aber das ist ja trotzdem ganz cool, wenn man gegen jemanden gewinnt, der dann zwei Matches schon gespielt hat in Legacy of the Void. Ich meine, zum jetzigen Zeitpunkt, also sobald man mit etwas anfängt, da ist es ja so, da wird man exponentiell besser. Und eigentlich hätte er sehr viel besser sein müssen. So, jetzt sehen wir, 96 RPM war es, glaube ich. 12 Sekunden am Versorgungslimit. Darauf bin ich sehr froh gewesen. Darüber bin ich sehr froh gewesen in diesem Match. Aber meine durchgehenden Mineralien, das durchgehende Geld, was ich hatte, das war ein bisschen zu hoch, ja, über 1000. Das muss ich auf jeden Fall dann noch verbessern, aber wie gesagt, das ist die erste Partie, Legacy of the Void, und es wird noch besser. Ja, und von den Punkten her, da sind wir sehr, sehr schnell davongeritten in allen Belangen. Und hier sehen wir auch nochmal, das war sein zweites Spiel in Legacy of the Void und wir haben unser erstes Match gewonnen und ich habe hier nochmal geschaut, ob er bei Heart of the Swarm oder bei Wings of Liberty bereits Matches hatte, aber ich weiß nicht, ob das Spiel das anzeigt oder nicht. Nun ja, ich bedanke mich herzlich, dass ihr zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal bei StarCraft Legacy of the Void.